So, servus Leute. Der Messefreitag fängt gerade an. Wir sind hier im Pressezentrum und laufen ganz gemütlich Richtung Halle 1. Und da schauen wir uns nachher mal ein bisschen um. Bis gleich. Die anderen sind gerade bei der Garderobe im Pressezentrum und gehen hier Klamotten ab. Und ja, sieht ganz nett hier aus. Ne? So, und da geht's Richtung Halle 1. Wir stehen nicht am. Ich stehe nur rum. Entschuldigung. Also zweiter Messetag. Ja, wir stehen jetzt schon wieder im Hallo und willkommen zu Tag 2 auf der Messe Leipzig. So, wir gehen jetzt erstmal rein. Da müssen wir durch diese Security-Schleuse. Da wird mal mein Fifi, also Jenis hier, wieder durchgecheckt, weil Safety First und so. Das tun wir jetzt mal. So, wir sind durch die Schleuse. Alissa ist auch durch. Ja. Und so, die Messe hat angefangen und wir sind gerade in Halle, was sind das eigentlich, 3? Und er steht eigentlich immer jedes Jahr am gleichen Platz. Ja, wir gucken mal, was hier so los ist. Schön die leeren Gänge. Ja? Habt ihr auch irgendwas so Mystery? Oder alles eher so Thriller? Also Mystery wäre von Senna von Alpen. Da geht es um Bergsteiger. Ja, heute nicht, aber wir wollen schauen, dass wir die Messe über vielleicht noch ein Interview hier mit dem Lucifer Verlag führen können. Und seid gespannt, gibt es wahrscheinlich in die Videos vom Samstag, Sonntag irgendwie so. To hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. The things you say is always. So, jetzt haben wir noch mal Zuwachs bekommen. Die Sonja von Sonnige Bücher. Ja, Senf dazu, der Ingo ist auch dabei. Guten Morgen. Ja. Ich weiß, ich kenne mich. We pick up the pieces and start again. Don't give up, we're holding on. For what it's worth, I'll try to change. We can't fix our broken hearts. Loving me is not so goddamn easy as I think. You try your best to hold up, but I see you're giving in. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on. Gut, er ist auch Rosi auf dem. Wie heißt jetzt, weil das ist Rosi war klar. Und du bist? Ich bin Sascha. Sascha. Ich bin Sascha, okay. Ah ja. Guck mal hier, okay. Ich bin Rosi. Also läuft.
Meine Lieben, wir sind jetzt hier am Fückenstand. Vielleicht kennt ihr das. Wir gingen jetzt einfach so rum und der Likör, sau lecker, wir lieben Ficken. Und ja. Ja, wir auch. Ja. Und jetzt gibt es tatsächlich einen Verlag von Ficken und das hat tatsächlich was mit dem Schnaps zu tun. Und was genau, das erklären euch diese beiden hier jetzt. Ja, Steffi kam an unseren Stand und hat gesagt, ich habe Lust auf Ficken. Und dann haben wir gesagt, super, super Sache. Es gibt auch Likör. Und dann haben wir ihr das Buch erstmal vorgestellt, das ist ein biografischer Roman über Bronco und Rosi. Bronco und Rosi, das sind die Chefs von Ficken. Rosi haben wir auch hier stehen übrigens. Rosi, ja, sieht man auch hier auf dem Buch, auf dem Cover hier an der Stange tanzen und sowas. Und die beiden, es wird von den beiden erzählt, wie sie auf Ficken kamen, wie sie sich kennengelernt haben. Kann ich jetzt mal weiterreden? Oder? Wie sie sich kennengelernt haben, wieso sie sich am Anfang gehasst haben und wie sie es geschafft haben, nachdem sie von Außerirdischen entführt worden sind, die Welt zu retten. Ja, wir können natürlich sehr Ficken sehr dankbar sein, dass wir überhaupt am Leben sind. Ich bin der Autor, ich habe das ganze Ding hier geschrieben, ich bin der Sashi. Ja. Und wenn ihr auf dem YouTube-Kanal jetzt gerade seid, guckt ihr mal auf Shoki Banoki, das ist nämlich auch ein YouTube-Kanal von mir. Shoki Banoki, ne? Nicht Milli Vanilli, sondern Shoki Banoki. Dauerwerbesendung. Genau, Dauerwerbesendung. Aber ansonsten müsst ihr natürlich Ficken probieren, ist ja klar. Ja, ich bin die Rosi Ficken und ich darf nichts sagen. Du darfst dann gerne was sagen. Na, nur der Autor darf was sagen bei uns. Hat er gesagt, dass er sagen darf. Ganz streng reglementiert hier. Ja, ich habe 5 Worte, die sind jetzt vorbei. Ich habe schon überzogen. Ja. Genau. Und, wenn ihr jetzt nochmal. Das ist die Steffi. Okay. Wenn ihr jetzt nochmal Bock habt, dann gehen wir alle mal in die Theke und dann sagen wir alle mal, ich will ficken und die Kollegen wissen Bescheid, dann geht's direkt los an der Theke. Und dann gibt's so ein schönes Lied. Ficken, genau, ficken, jetzt, ficken fürs Volk. Ficken, ficken, ficken fürs Volk. Ihr habt es doch nicht anders gewollt. Ficken, ficken fürs Volk. Yay! But I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. The things you say. Mann! Das siehst du dann in unserem Video. Ich bin ein Miststück. Woher bist du denn? Say we're sorry. Say we're sorry. We pick up the pieces and start again. Don't give up, we're holding on. So Leute, wir sind jetzt gerade mal in der Blogger-Lounge wieder und tun uns ein kleines bisschen erholen, weil das ist schon ganz schön anstrengend, also vor allem für die Sonja, für die Steffi, die im Büro normalerweise arbeiten, in ihrem wirklichen Leben so. Ja. Und ja, da, im wirklichen Leben, ja, neben YouTube. Ja. Real Life. Ja. Auf jeden Fall, das geht schon ganz schön auf die Beine und in die Füße. Von dem her, ich kann das schon verstehen. Und dann brauchen wir mal ein bisschen Mittagspause, was wir jetzt gerade eben machen. Aber es geht gleich wieder los, dann ziehen wir weiter durch die Messe. Ihr werdet sehen. So, gerade haben wir noch ein bisschen Zuwachs bekommen. So. Gezwungenermaßen. Ja, ich muss ein Modell machen. Dauerwelle. Meine Tochter muss nächstes Jahr machen und Dauerwelle hat ja heute keiner mehr. Und das ist Vorgabe. Früher, wo ich mal aufgemacht habe, haben wir 3 Dauerwellen am Tag gehabt. Ja. Meine Tochter hat jetzt ein halbes Jahr schon gearbeitet in der Firma und hat 3 Dauerwellen im ganzen Tag. Wow. Wo ist denn Daniel? Der ist weg. Also er hat nichts, der hätte schon Tschüss gesagt. Ja, heute sind wir vielleicht oder was? Wir sind da noch ein bisschen rumgegangen gestern. Ja, vielleicht sind wir dann bald auch nicht. Ja, das kann gut möglich sein.
der YouTuber. Und ja, jetzt macht er auch seine Kamera an. Ja. Genau. So Leute, schau mal. Steve Heng, Breakout TV. Ja, der treibt sich auch ein bisschen auf der Leipziger Buchmesse rum. Ja, ein bisschen. Ja, was hast du mit bisher schon so alles gesehen? Seid ihr heute erst kommen? Nee, es ist seit gestern da. Aber gestern haben wir nur eine Stunde gehabt, weil wir so 17 Uhr angekommen sind. Ah, okay. Und jetzt schauen wir ein bisschen rum, ein bisschen einkaufen, bummeln. Komm, ja. Und ja. Ja, wir waren beim Fickenstand. Fickenlikör. Die haben ein Buch, der Likör. Ja, der ist auch der Autor und der Erfinder von Fickenlikör ist auch da. Und welches Buch kannst du empfehlen? Welches Buch? Oh Gott, wenn man weil Jennifer Jäger bzw. Lisa Grimm. Auch ja bei Drömer Knauer dementsprechend, ich empfehle mal einen Autor von Drömer Knauer, Markus Heitz, ja, weil der Markus cool ist auch, der schreibt super Bücher, also Markus Heitz Bücher. Okay. Dann schauen wir mal vorbei. Ja, der Markus Heitz, der Autor, ist auch ständig am Drömer Knauer. Der Knauer ist da drüben, ja, da wo es B ungefähr ist. Da ist eben auch der Verlag, das ist derselbe Verlag von der Jennifer. Okay, dann bewegen wir uns doch kurz hin. Ja. Wir haben Zeit, ja. Okay. Ja, klar. Guckst du schnell? Ja, freilich. Ich freue mich jetzt auf neue Leselektüre. Autoren kaufen hier also auch. Ja, ja. Ja, und ich habe auch zwei neue Reihen, von denen ich jetzt anfangen werde. Ich werde es euch noch schon wissen lassen. Viel Spaß damit zu sagen. Das werde ich haben. Gut, danke. Cool, ja, das ist ja super praktisch, das Ding, das ist ja perfekt. Wird aber nicht mehr produziert. Hallo, da. To Gert? Gert. Gert. How are you, Gert? Oh, fine. Excellent. Do you have any questions? No, not really. That's cool. Do you want a picture? Oh, yeah. Super cool. My camera runs, it's filming. Oh, it's video, okay. I'm a booktuber. Oh, I see. Half year before it comes out in Germany. Oh wow! Oh wow! That's pretty cool! That's pretty good! Do you want a picture? No, go! I'm an honor and shame. Ah, cool! Da ist er! No. Ja, wenn man weiß, wie die aussehen, dann ist es ja eigentlich ein. Oh, sorry! Thank you. See you later. Yes, indeed. Thank you so much, guys. Bye. Bye. Hello, guys. So, wir sind jetzt gerade bei Derek Landy gewesen. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Und haben zwei Bücher signieren lassen. Also wir, ich. Ja. Und jetzt sind wir gerade mal auf dem Weg wieder in die Blogger-Lounge. Mal ein bisschen erholen vom Anstehen, vom, ja, weil wie gesagt, die Messe, die kann auf die Dauer ganz schön anstrengend sein. Hm? Wisst ihr mal, das ist eigentlich witzig, dass ich ganz hinterher renne. Aber das wird rausgeschnitten. Nein. Ja, das? Nein.
Pause. Alpen? Dich kenne ich doch. Ich wollte schon mal sehen. Ich habe in München schon gesehen. Genau. Sicher. Sicher. Ich will ja jetzt auch nicht irgendwas sagen. Ja, ich bin ganz interessiert. Das ist perfekt. Deswegen habe ich es ja in Frankfurt. Das ist ja leider nicht offiziell. Ja, welches? Das Buch gibt es schon seit 3 Jahren. Da steht unten drin. Das ist ein Interview. Ah, okay. Ja. Dann komme ich morgen. Sehr gerne. Sonntag. Super, kein Problem. Ja, genau. Okay. Dann sehen wir uns auf jeden Fall. Freut mich. Danke. Tschüss. Komm, vergessen. So Leute, wir ja, haben mehr oder weniger den Messefreitag hinter uns gebracht, machen uns jetzt gerade wieder auf den Weg zum Pressezentrum und dann geht es erstmal ins Hotel und danach schauen wir, haben wir eigentlich vor, ich hoffe wir schaffen es zu Derek Lande auf eine Lesung. Die findet am Südfriedhof hier in Leipzig statt, so was ich jetzt weiß. Drückt mir den Daumen, dass er gleich nachher was davon zu sehen bekommt. Ich hoffe es. Ich kann es noch nicht versprechen, aber ich schau mal. Okay. Juhu. Ja Leute, wir sind jetzt ja, zum Abendessen im Hans im Glück. Hier machen wir uns noch einen ganz gemütlichen Abend. Cocktails, Burger hat es gegeben. Ja. Und lassen den zweiten Messetag ganz gemütlich ausklingen. Ja. Falls wir uns nicht mehr sehen, lest mal wieder was. Ciao.